Die Forschungsfreiheit ist eigentlich der beste Weg, Fortschritt zu machen in der Wissenschaft. Mein Arbeitsgebiet ist die Physik von Materialien, die bei tiefen Temperaturen interessante Phänomene zeigen. Und dazu gehört insbesondere die Supraleitung. Ich bin schon relativ früh in die USA gegangen und gerade als ich dort angekommen bin, wurde die Hochtemperatursupraleitung entdeckt. Das war wirklich eine echte wissenschaftliche Revolution und da war man praktisch mittendrin als angehender Doktorand und das war schon ein prägendes Erlebnis. Unsere Experimente tragen dazu bei, dass wir die Physik, die dahinter steckt, im Detail verstehen.